Sie mir ein Stück den Rhein entlang. Der Rhein, Fluss, der gefühlt tausend Burgen. Magie fließt zwischen seinen Hängen und liefert den Stoff für die großen deutschen Sagen. Wen wundert's, dass die Geschichte, die ich Ihnen erzählen will, sich hier zutrug? Doch dazu müssen wir ein Stück zurückgehen durch die Jahrhunderte. Denn der Beginn der Geschichte ist verborgen. Im Dunkel einer anderen Zeit. Ein altes Lied der Lorelei tönt vom Rockfels und singt, was einst geschah, vielleicht auf dieser Burg vor langer, langer Zeit. Es waren einst zwei Ritter, die alle stets geteilt, die Freuden und die Leiden und manchen Feind zerteilt. An einem heißen Tage, die Sonne schon hoch stund, da stand auf grüner Wiese ein kühler, edler Trunk. Der Teufel sprach zu beiden, der ist für dich allein. Hier gibt es nichts zu teilen, es muss erfochten sein. Der Schrei des Kriegs, der blanke Stahl, jetzt gab es kein Zurück. Der Rausch des Bluts, wenn dich ergreift, zerstört stets jedes Glück. Ein Schrei aus tiefster Hölle, der Teufel hat gelacht. Die große Gier, die tiefe Wut und auch der Schwertermacht. Hörst du ihr Lied, den harten Klang und fühlst den kalten Stahl. Du bist gewiss, der Sieg ist dein, ein Ende hat die Qual. Das Auge trübt, das kann nicht sein, was ist das für ein Scheiß? Obwohl er der Verlierer ist, kriegt er jetzt meinen Preis. O Rittersmann, du dummer Hund, das ist der Fehler dein, lass dich nicht mit dem Teufel ein. Du wirst betrogen sein. Das Lied vom edlen Trank, fast so wortgewaltig wie das Lied der Nibelungen. Doch wie fand es aus den Tiefen der Zeit seinen Weg in die Gegenwart? Der Lord von Rockfels, Uli der Erste, lädt jedes Jahr die barkende Welt zu einem Fest auf Rockfels ein. Vorab aber war verkündet, wer ihm die schönste Geschichte über den edlen Trank, der auch zum Fest gereicht wird, erzählt, der wird belohnt werden. Ein herrlich Stück Land zum Verweilen und etliche Liter des Tranks zur Speise wurden ausgelobt. Persönlich, zusammen mit Santa Eggi, werde er den Trank überreichen. So kam es, dass vier jungen Mannen aus Stuttgart jene Geschichte erdachten, ihn vortrugen und den Wettbewerb gewannen. Vielleicht eine Eingebung in Trance, hervorgerufen durch die heiligen Kräuter. Denn erst ich habe das Lied des edlen Tranks, ja genau jene Geschichte, schriftlich in den alten Archiven gefunden und ihren Wettbewerbswillen hinzugefügt. Möge mir der Gott des Copyrights verzeihen,
doch ihre Lieder zum Film dürften keine Verwendung finden. So seid beglückwünscht, ihr Jungmannen, feiert und genießt das Fest zu Rockfels. Zwei Tage später kamen die Jungmannen zu Sander Ecki in die Tränke von Rockfels. Bei der Verzehrung des edlen Trankes war die Idee geboren, aus den Behältnissen einen Hammer zu schmieden, zu dem Zwecke, ihn dem Barden von Gloryhammer zu überreichen, deren Streithammer legendär ist. Also baten sie Sander Ecki ehrerbietig, den Hammer für sie zu überbringen, und Sander Ecki machte sich auf den Weg. Doch werden die Helden des Kingdom of Five das Geschenk annehmen? Ihre Schlacht gegen den bösen Zauberer Sargoth Rex hatte gerade begonnen. Fast wäre die Schlacht schon früh verloren gewesen, denn der Huntsman brauchte dringend neuen Treibstoff, Bier. In seiner Not wandte sich Angus MacFife, Crown Prince of Dundee and Heir to the Kingdom of Fife, an das Volk auf der Suche nach einem mutigen Mitstreiter, um neuen Treibstoff zu überbringen. Unser Jungmann Lukas war es, der sich erbot, die gefahrvolle Aufgabe auf sich zu nehmen. Begeistert erhob ihn das Volk und trug ihn auf Händen hinauf zum Fort, auf das er erfolgreich sei. Da seine Beine länger und seine Füße flinker als die eines Hobbits, war seine Reise zurück nicht ganz so episch. Der rettende Trank erreichte unsere Helden rechtzeitig und die Schlacht kam zu ihrem Höhepunkt. Sander Ecki war es wirklich gelungen, den Hammer der Jungmannen zu überbringen. Doch Sargoth Rex hatte ihn gestohlen, um ihn gegen die Helden zu verwenden. Aber der Recke Angus MacFife besiegte ihn und brachte den Hammer zurück in seinen Besitz. Was für ein Triumph! Die Schlacht gewonnen und das Kingdom of Five gerettet. Das Volk huldigte Gloryhammer auf Rockfels.
Xander Eggy bat Angus McFife zu einem Treffen mit den vier jungen Mannen und Uli, Lord of Rockwells, stellte sie ihm vor. Great show! So, and that guy's built the timer for you, out of that. And this is Mr. Hansi! Great show, really great. Ein glorreicher Tag, an dem der edle Trank von Strömen fließen sollte. Einmal in die Richtung, bitte! Eine Geschichte, wie sie sich nur auf Rockfels und nur am Rhein zutragen kann. Dort, wo die großen Sagen geboren werden. Mögen die Barden noch in 1000 Jahren davon singen.